Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sico Modellvorstellung. Wir haben heute den Porsche Macan. Ich würde sagen, da gehen wir auch gleich weiter ein. Zuerst, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und abonniert auch gerne mal meinen Kanal, weil das haben immer noch viele nicht getan, die trotzdem die Videos schauen. Und das würde mich sehr freuen. Des Weiteren könnt ihr auch gerne auf meinem zweiten YouTube-Kanal vorbeischauen. Und auch auf meinem Twitch, da kommt auch jetzt regelmäßig Content. Genauso auch auf Instagram, also eigentlich überall da, was in der Videobeschreibung und auf dem Kanal verlinkt ist. Und ich würde sagen, dann starten wir auch direkt. Wir haben, das war der erste, meines Wissens, der rauskam, Porsche Macan in Blau. Kam auch einzeln raus, genauso wie der. Der kam danach raus, auch einzeln. Beides jeweils die 1452, also die SIKO-Nummer. Müsste, glaube ich, auch 5 Euro kosten. Ist auch aktuell noch im Shop. Also der, glaube ich, auf der aktuellen, also wirklich auf der SIKO-Seite. Und der, glaube ich, nicht mehr. Dann haben wir ja noch den lilanen, von dem ich im letzten Video schon gesprochen habe, der lilanen Porsche Macan. Der war mit dem Wohnwagen als Set. Den habe ich auf dem Kanal schon vorgestellt. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich auch das Video. Genau. Und dann haben wir dann zum Schluss auch noch diesen silbernen. Und der ist auch in der 2544. Hatte ich auch letztes Video schon gesagt. Da war der Cayenne nämlich auch schon in dieser Nummer. Der Cayenne war nur das ältere Set davon. Und das ist quasi ein neues Set. Und die haben nichts miteinander zu tun, sagen wir gleich. Hier war noch an dem Fahrzeug noch ein Anhänger dran, genauso wie beim Cayenne. Und ein Gumpert Apollo in grün auf dem Anhänger drauf, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Genau. Das erstmal dazu. Genau, hat Nummer hatte ich schon gesagt. Keine Ahnung, Preis bin ich mir noch nicht sicher. Gibt es aber im SIKO Sortiment aktuell immer noch. Genauso wie auch den ledernen Macan mit Wohnwagen müsste es auch geben. Wir schauen uns erstmal den blauen, würde ich sagen. Ja, die haben alle schwarzes Interieur. Macht heute keinen Unterschied tatsächlich. Wir schauen mal von unten an. Porsche Macan Turbo. Wir haben 400 PS, 6000 Umdrehungen, 266 km/h Topspeed, 6 Zylinder, 3,6 Liter Hubraum. Es ist alles ein bisschen schwächer als der Cayenne, würde ich einfach sagen, den wir im letzten Video vorgestellt haben. Ja, sonst, wir haben hier die großen, markanten Lichter vom Macan. Es ist auch so ein bisschen metallic, wenn man es erkennt im Video. Ja, ein bisschen glitzert auf jeden Fall. Wir haben hier vorne ein großes Porsche-Logo drauf. Lüfteinlässe, Nummernschild, weiß ich gar nicht. Das müsste aber wahrscheinlich hier unten irgendwo gewesen sein. Oder ist eigentlich da. Dann haben wir auch hier die, sage ich mal, die Normalo-Felgen drauf. Also die eigentlich auf den meisten Modellen von SIKO drauf sind. Sind tatsächlich diese Felgen. Wir haben sie in Silber. Wir werden gleich sehen, dass sie bei den anderen Fahrzeugen anders aussehen. Meiner Meinung nach besser. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich habe es ja schon häufiger gesagt, dass ich auch immer die Felgen sehr passend zu dem restlichen Fahrzeug hätte. Und hier würden auch schwarze Felgen passen. Oh, die Tür ist wahrscheinlich bei mir schon ein bisschen kaputt, wenn ihr seht. Also, die hängt irgendwie ein bisschen nach unten, wenn ich so weit drauf mache. Ist auch egal. Sonst kommen wir heute nämlich gar nicht vorwärts. Ich sehe jetzt tatsächlich selber nicht so viel im Interieur. Ein bisschen Mittelkonsole. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Tacho ist gar nicht detailliert. Das ist nicht so geil. Und Lenkrad sieht halbwegs in Ordnung aus, aber auch nicht unbedingt wie es Porsche-Lenkrad. Weiß ich hier nicht. Hab schon bessere Interieure gesehen. Aber sonst natürlich 5 Sitze drin. Und ja. Genau, kommen wir jetzt, glaube ich, mal zum Heck. Die zwei markanten Rückleuchten vom Macan. Hier haben wir nochmal Porsche und Macan Turbo stehen. Hier wäre dann quasi Nummernschild. Links und rechts nochmal zwei Auspuffrohre jeweils. Und dann die Anhängekupplung. Ist natürlich klar, für die anderen Sets brauchte man die auch.
Es gibt zwar auch Fahrzeugmodelle, wo tatsächlich welche mit und welche ohne gibt, mit und Anhängekupplung und ohne. Ja, genau. Sonst haben wir hier dann noch einen Tankdeckel und das war's eigentlich, glaube ich schon. Tun wir erstmal den beiseite. Das ist hier einfach alles quasi in einem. Ich finde das Rot absolut geil. Sehr, sehr cool. Die Tür scheint auch noch nicht so oft aufgemacht zu sein. Ich krieg's ja kaum auf. Hilfe. Sieht aber genau so aus. Was ich mir auch gerade auffällt, hier haben wir sogar andere Felgen drauf. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Also das finde ich schon mal deutlich besser als das von eben. Zum einen haben wir hier schwarze Felgen, was dem Fahrzeug natürlich schon mal sehr gut tut. Und das passt halt in dieser rot und schwarzen Interieur passt das sehr, sehr gut. Auch dass es andere Felgen sind, die sehen auch sehr, sehr geil aus. Und sonst haben wir natürlich eigentlich das Gleiche. Schauen wir uns jetzt noch das letzte an. Silber. Ganz basic. Und hier haben wir aber wieder die, ich nenne sie mal Standardfelgen, aber in Schwarz. Die Frage ist, wie würden sie denn eigentlich aussehen, wären sie in Silber? Oder Silber könnte ich mir da auch vorstellen. Das wäre natürlich sehr überladen dann mit Silber vielleicht. Das Schwarz ist da auch ein geiler Kontrast. Es sieht trotzdem irgendwie gut aus. Silber weiß ich nicht, könnte vielleicht aber auch gar nicht so schlecht als Felgen. Farbe sein. Ja, ich würde sagen, das soll es jetzt trotzdem gewesen sein. Ich denke, ihr habt ein bisschen einen Eindruck von den Farben bekommen. Das sind so die. Es gibt, wie gesagt, noch den lilanen und ich glaube, das war's dann auch von den Macans. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne Daumen nach oben da lassen und wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, abonniert auch gerne mal meinen Kanal. Und dann bin ich raus und tschüss.